So, liebes Publikum, im Namen des Südtiroler Künstlerbundes heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem achten und vorerst vorletzten Studiorundgang von Zu Besuch bei Künstlerinnen. Dieses Format ist ja sozusagen aus der Not heraus geboren, mit der Absicht, den Kontakt zwischen Kunstschaffenden und Publikum trotz physischer Isolation aufrechtzuerhalten. Die Initiative hat sich bewährt und wir werden es sicherlich nach einer Pause weiterführen, da wir überzeugt sind, dass es auch nach Corona eine schöne Möglichkeit ist, das Leben und Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern kennenzulernen. Heute sind wir zu Besuch bei Cornelia Lochmann, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüße und für die Einladung in ihrem Studio danke. Wer Cornelia ist, wie sie lebt und arbeitet, hören Sie jetzt von Cornelia selbst und wie immer von Lisa Trockner, an die ich das Wort übergebe. Ja, danke Alexander, schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlich begrüßen darf ich natürlich Cornelia Lochmann und ich danke dir für die Einladung bei dir im Studio. Cornelia ist heute aus der Toskana zugeschaltet, was uns zeigt, dass sich die Künstler wieder mehr bewegen, was sehr erfreulich ist. Sie befindet sich gerade in Prato bei Lotto Zero. Lotto Zero ist ein bekanntes Kollektiv mit Südtiroler Wurzeln, gegründet von den Bruderschwestern Ayana und Tessa. Und sie beschäftigt sich mit der Forschung, mit der textilen Forschung, Design und Kunst. Wenn Sie mal in Prato sind, es zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Cornelia selbst ist Jahrgang 1985, sie ist in Bozen aufgewachsen, hat dann an der Accademia di Brera ein Jahr lang studiert, hat dann nach Berlin gewechselt und hat dort ihr Studium an der Kunsthochschule Weißensee im Bereich Malerei 2015 abgeschlossen. 2015 ist sie dann wieder zurück nach Südtirol, hat hier sehr ambitioniert die Kunsthalle Bozen ins Leben gerufen. Es war ein lebendiger Austausch zwischen der lokalen und der Berliner Kunstszene, die über mehrere Jahre angehalten hat. Momentan lebt Cornelia das totale Kontrastprogramm zu Berlin. Sie lebt auf einem Hof am Ritten. Im Juni allerdings geht sie wieder zurück nach Berlin, Berlin-Kreuzberg und wie es der Zufall haben will, Ecke Bozner Straße. Mit Cornelia haben wir bereits sehr früh begonnen zusammenzuarbeiten. Sie war Teilnehmerin bei der allerersten Startausstellung bereits 2007. Heute hat Cornelia ein Curriculum vorzuweisen, voll von Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und im Ausland. Hier in Südtirol wird sie von der Galerie Art Dijon in Pontives vertreten und sie hat mehrere Projektzusammenarbeiten mit Galerien im In- und Ausland. Das Besondere und Erstaunliche bei Cornelia ist, dass sie schon sehr, sehr früh eine eigene Handschrift, also quasi schon im Volksschulalter eine Handschrift entwickelt hat, dass sie dann diese auf unglaublich konsequente Art und Weise weiterentwickelt hat. Und diese Handschrift hat heute noch Wiedererkennungswert. Und das ist, glaube ich, ganz etwas Besonderes und auch Einmaliges. Die Palette ihrer Werke umfasst Zeichnungen, Malerei, in den verschiedenen Techniken von Acryl über Öl, aktuell besonders Tusche auf Leinwand und Holztafel in den unterschiedlichsten Formaten von ganz kleinformatigen Arbeiten bis hin zu großformatigen Arbeiten. Ihr Oeuvre wechselt zwischen der abstrakten Landschaft und figurativen Szenen, die sie auch gerne auf einer Leinwand vereint. Allen Werken gemeinsam ist der narrative Charakter. Cornelia erzählt mit ihren Geschichten, mit ihren Arbeiten Geschichten, bei denen sie auch nicht selten selbst die Hauptdarstellerin ist und dementsprechend schöpft sie auch ihre Inspiration aus gelebten und erlebten Erfahrungen. Dank ihrer ausgeprägten Fähigkeit für die
Beobachtung und Analyse von Situationen und Dingen gelingt es ihr, Szenarien zu schaffen, die sehr oft erst auf den zweiten Blick das Verborgene und oft auch die erschreckende Wirklichkeit hinter diesen poetisch-narrativen Darstellungen offenbaren. Interessant ist auch noch, alle Werke Cornelias tragen einprägsame Titel, wie zum Beispiel Soul Collector oder The Catcher of Delight. Cornelias Bildwelt ist deshalb so einmalig, weil es bei ihr, egal wie oft man das Bild schon gesehen hat und wie oft man sich darauf eingelassen hat, immer wieder etwas Neues offenbart, es etwas offen lässt und es immer etwas zu entdecken gibt. Und auf genau eine solche spannende Entdeckungsreise wird sie jetzt Cornelia Lochmann mitnehmen in ihrem Atelier in Klobenstein. Danach schalten wir wieder nach Prato, wo Cornelia gerne für Fragen zur Verfügung steht. Sie können die Fragen auch bereits während der Übertragung im Chat hineinschreiben und wir bitten Sie, wie immer, die Mikrofone ausgeschaltet zu haben. Guten Tag, willkommen in meinem Atelier. Ich bin Cornelia Lochmann und ich werde euch jetzt im Laufe dieses Videos mein Atelier zeigen, meinen Malstil, ein bisschen meine Herangehensweise und auch den Hof, wo ich lebe, hier in Klobenstein auf dem Rippen. Das ist ein Biobauernhof, wo auch sehr viel Kunst stattfindet. Der Biobauer ist auch kunstaffin und ich glaube, das wird ein interessanter Rundgang werden. Gerne möchte ich hier anfangen. Das hier ist mein Zeichentisch. Ich arbeite vor allem mit Tusche, Buntstiften, Aquarellstiften, Gouache, Acryl. Mit Öl male ich jetzt schon lange nicht mehr, weil mir die Lösungsmittel einfach zu giftig sind und ich sehr viel lieber auf Wasserbasis arbeite. Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus Umweltgründen. Ja, das ist eine Zeichnung. Die ist so gut wie fertig. In meinen Zeichnungen bin ich immer illustrativer, narrativer, figurativer. Wobei man, glaube ich, an der Farbsetzung schon einen gewissen Stil erkennt oder ja, meine Handschrift. Mag ich es in den Zeichnungen, eine Geschichte zu erzählen. Auch gerne verwende ich die Schrift darin. Das sind Gedankenfetzen in poetischer Form. Hier haben wir eine Malerei, die ist gerade im Entstehungsprozess. Die ist mit bunter Tusche gemalt. Ich setze sehr gerne am Anfang ein Farbspektrum, in dem sich dann die Malerei entwickeln kann. Meistens benutze ich sehr kräftige Farben, aber auf relativ dunklem Untergrund, sodass die Farben aus der Dunkelheit hervortreten. In diesem Bild wird sicher auch noch eine konkrete Person oder eine Figur, ein Tier erscheinen, aber nicht so narrativ, wie das eben in den Zeichnungen der Fall ist. Hier sehen wir einige Arbeiten. Das sind nicht alle meine Arbeiten. Ich habe auch ein Atelier in Berlin. Wir ziehen im Juni nach Berlin, also mit meiner Tochter, mit der ich auch hier lebe. Und das ist nur ein kleiner Einblick meiner Arbeiten. Das hier ist wahrscheinlich eine exemplarische Arbeit, auch mit bunter Tusche gemalt, wobei ich hier einen Lack darüber gezogen habe, der ist aus Acrylharz. Der sorgt dafür erstens, dass das Bild einen Schutzfilm hat und zweitens, dass die Farben, die beim Trocknungsprozess oft an Brillanz verlieren, noch einmal richtig hervortreten. Also eigentlich wirken die Farben so, wie als wenn das Bild noch nass wäre, praktisch der Zustand, in dem ich es gemalt habe. Dieses Bild trägt den Titel Fairy Tales und es stellt den Übergang von einem heidnischen Wesen zu einem christlichen Kind dar. Also es geht einfach um die Taufe, man sieht viele Kruzifixe, es ist relativ düster, auch mysteriös und ich will auch nicht zu viel dazu erklären, weil sehr viel
einfach der Betrachter wahrnehmen soll oder kann und sich seine eigene Geschichte dazu erzählen kann, wenn er möchte. Ich möchte da nicht zu viel vorgeben. Aber es geht auch um Mutter-Kind-Beziehung. Dieses Bild ist auch ein relativ neues Bild. Es heißt, die Spaziergängerin ist inspiriert und assoziativ zu dem Gedicht von Franz Kafka. Und die Menschen gehen in Kleidern, schwankend auf dem weißen Kies spazieren, unter diesem großen Himmel, der von Hügeln in der Ferne sich zu fernen Hügeln breitet. Ich mag dieses Gedicht unheimlich gerne. Es stellt den Menschen als Spaziergänger dar, als ein Wesen, was nur zeitlich begrenzt auf dieser Erde lebt. Und ich mag diesen flanierenden Charakter in diesem Gedicht, diese Leichtigkeit. Und ich denke, so möchte ich eigentlich durchs Leben gehen, wie ein Flaneur, der sich die Welt ansieht, der sich kleidet in dieser Welt, aber der auch weiß, dass das nur eine vorübergehende Existenz ist. Und natürlich das Bild von diesem Himmel, der uns alle eint. Also wir alle teilen uns einen Himmel. Ja, hier sehen wir Arbeiten, die auf dem Hof entstanden sind. Diese Arbeit ist inspiriert durch eine Freundin, eine Bäuerin, die hat ein Kind bekommen. Und ich wollte darin darstellen, wie karg und hart das Leben auf dem Bauernhof sein kann. Also das ist jetzt nicht explizit dieser Bauernhof. Das ist ein relativ fruchtbarer Bauernhof. Aber es gibt auch Bergbauernhöfe, die ich jetzt auch kennengelernt habe, wo die Bauern, Bäuerinnen und Bauern noch sehr hart körperlich arbeiten müssen, da die Wiesen steil sind und dadurch nicht zugänglich für modernere Maschinen, die also tatsächlich körperlich an ihre Grenzen kommen. Die Erträge sind auch oft wirklich spärlich. Und so ist auch diese Person relativ schwerlich gekleidet, sehr ausgemergelt, körperlich, muskulös dennoch. Und ich fand es sehr schön, diese Realität einfach nochmal wahrzunehmen, die heutzutage immer noch existiert. Ja, diese Arbeit ist während der Quarantäne entstanden. Sie heißt Dead Pussy to Die For. Ich fand diesen Spruch sehr, sehr lustig, da er ja eigentlich keinen Sinn macht, aber irgendwo schon, also wenn man so möchte, er ist, sagen wir, unlogisch in einer gewissen Weise. Und das steht zu dem Symbol, das in diesem Bild auch dargestellt wird, eine Charakterperson, die sich an einem Rettungsring hält, wie an einem Drachen, während die Welt in Flammen steht. Das drückt für mich einfach die menschliche Sehnsucht aus, sich immer an irgendwas festzuhalten, sei es nur ideell, um den Augenblick, der vielleicht sehr anstrengend ist oder verstörend, beängstigend, ertragen zu können. Ja, hier sehen wir ein paar Zeichnungen. Die sind auch letzthin entstanden. Wie schon gesagt, die sind immer narrativer, sind so Situationen, teils abstrakter, aber meist werden da schon Figuren dargestellt, die tatsächlich aus meinem Umfeld kommen. Oft stelle ich mich auch selbst dar. Das ist eine abstraktere Malerei, die heißt Dove una volta c'era il mare und es stellt die Berge dar, Gletscher. Und der Titel bezieht sich darauf, dass ja einmal hier in unserem Bereich, in unserem Land, ja eigentlich überall das Meer war und dass wir jetzt sozusagen auf dem Meeresgrund sind. Das hier ist ein Porträt, das ich angefangen habe von meinem Nachbarn, ein junger Musiker, der ist so um die 20. Ich habe andere Porträts auch noch gemacht von Leuten aus der Umgebung. Und ich werde, glaube ich, solange ich hier bin, auch noch ein paar machen, weil ich das einfach schön finde, die Bevölkerung hier darzustellen. Ja, jetzt kommen wir hier in einen Bereich, der war einmal ein Keller und ist es im Grunde immer noch. Der Bauer hat ihn umgestaltet in eine Art funktionsfähiges Bad.
er macht es auch, also er ist eben so ein bisschen kunstaffin und hat überall auch immer so Farbe in den Mörtel reingestrichen. Das hier ist eine Arbeit von einer Freundin von mir, Stefanie Walk. Sie macht auch sehr gute Künstlerporträts, aber auch selber Kunstfotografie. Hier dahinter ist eine Dusche, so sehen wir. Und im Grunde war das der Keller, von dem man in den zweiten Stock gekommen ist. Und hier auf den Treppen habe ich ein paar ältere Bilder gelagert. Das sind sogar noch Bilder, die ich in der Kindheit gemalt habe. Das zeige ich vielleicht, weil ich das ganz witzig finde. Da habe ich mich mit meiner Freundin porträtiert. Also sie hat mich porträtiert, das bin ich im Alter von 7 Jahren. Und das ist sie. Sie ist eine ziemlich bekannte Schauspielerin mittlerweile. Und ich fand es schön, das jetzt zu sehen nochmal, weil ich sie wie eine Barbie dargestellt habe und sie mich mit grünen Haaren, so ein bisschen wie eine Wasserhexe. Ich zeige euch ganz kurz den Wohnbereich, wo ein paar Bilder hängen. Also das hier ist der Flur und hier geht es ins Wohnzimmer. Das sind 2 kleine Arbeiten von mir zu sehen. So, das ist einmal ein Sternzeichen der Fische, das ist mein Sternzeichen, deshalb habe ich das gemalt. Aber die Arbeit ist eigentlich nur für mich persönlich. Und hier ist eine ältere Arbeit noch auf Öl, die Idioten, verkehrt rum aufgehängt. Ich habe das vor kurzem entdeckt und ich mag das Bild so fast lieber. Ja, jetzt kommen wir raus und ich zeige euch ein bisschen den Hof. Das hier ist die Aussicht. Die ist natürlich wunderbar. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier rausgehen kann. Eine riesige Wiese und Wald, das gehört alles zum Hof. Also es sind 9 Hektar. Und gerade in der Quarantäne hatte man hier wirklich genügend Auslauf, sag ich mal so. Wir sind hier auf einem Biobauernhof. Und das heißt, dass die Kühe und Schweine und Esel und Ziege, die laufen eigentlich alle frei rum. Jetzt sieht man gerade keines dieser Tiere, aber wenn ich die Tür nicht schließe, dann kommen die tatsächlich auch in die Wohnung. Ja, und jetzt mache ich einen kurzen Rundgang um den Hof. Ja, hier sind wir vor dem Atelier. Das hier ist eine Arbeit von anscheinend einem Schüler von Beuys. Passend dazu ein Porträt von Beuys auf Holz, in Holz. Hier sehen wir auch, überall auf dem Hof sind Skulpturen von Künstlern, die mal kurz hier waren und die hier gelassen haben. Jetzt bewegen wir uns auf den Mittelpunkt des Hofes zu. Ja, hier sind wir überall Kunstrelikte. Ein Pfau, der sich verirrt hat. Ja, den werde ich danach da wahrscheinlich rausholen müssen. Ja, hier ist ein wunderschöner Bereich, der sich auch sehr zum Zeichnen eignet. Das ist ein Bild von meiner Nachbarin Clara Meyer. Dieses Bild ist während eines Workshops entstanden. Und ja, an diesem Tisch kann man herrlich zeichnen und sieht über den ganzen Hof. Dann wollte ich euch noch dieses Kunstwerk zeigen. Das ist ein Projekt des Bauern hier. Ich würde es den Schrott- oder Müllbaum nennen. Er hängt regelmäßig Metallstücke, verrostete Metallstücke, aber noch ausgewählte an diesem Baumstumpf.
Und als letztes wollte ich euch noch den Flur hier zeigen, wo auch noch eine kleine Arbeit ist von mir, die ich hier gemalt habe und die ich verkauft habe an den Bauern für grenzenlos Speck. Das war's von mir. Und ihr könnt gleich mit mir live sprechen und Fragen stellen. Es hat mich gefreut, euch einen kleinen Einblick zu geben in meine Welt hier auf dem Bauernhof. Tschüss. Ja, wie gesagt, unser vorletzter Rundgang mit Cornelia. Es war noch eine schöne Gelegenheit, dein Noch-Atelier in Klobenstein zu besichtigen. Vielleicht gibt es ja dann schon im Herbst eine zweite Variante von Cornelia zurück in der Großstadt und wir bleiben gespannt und dann mit Sicherheit mehr von dir erfahren. Nächste Woche zum Abschluss dieses ersten Blockes von Zu Besuch bei Künstlerinnen sind wir dann bei Luis Seiwald zu Gast, der heute auch im Publikum ist. Wir sind gespannt, welche neue Welt er uns nächste Woche dann eröffnen wird. Wir hoffen sehr, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und bedanken uns bei Ihnen fürs Dabeisein, für das Interesse. Danke nochmal an dich, Cornelia, und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend.